Einen schönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass Face-to-Face auch wieder möglich ist. Und freue mich sehr, dass auch Hybrid wieder möglich ist. Und die, die hier im Saal sind, das können die zu Hause jetzt am Screen nicht sehen, werden sehen, dass dieses hybride Format voraussetzungsreich ist. Ja, wir sehen, sagen hier Technik, wir sehen Kollegen, Kolleginnen für die Technik und hoffen, und das war bisher der Fall, dass die Technik funktioniert. Und das ist auch die Voraussetzung für Beziehungsgestaltung in Online-Settings. Die Technik muss funktionieren, sonst können wir digital schlecht eine Beziehung aufbauen. Ich darf auch grüßen im Namen von Gerhard Hindenberger. Die Einladung erging an uns beide. Wir haben über den Sommer online diesen Vortrag vorbereitet. Der ist heute nicht hier. Das heißt, die Gedanken, die ich jetzt vorstelle im Rahmen des Inputs, reflektieren unsere Praxis der letzten 20 Jahre Online-Beratung. 20 Jahre. Denn Online-Beratung ist kein Thema der Zukunft. Online-Beratung ist die Gegenwart. Und das schon lange, seit vielen, vielen Jahren. Auch wenn es für manche von uns, von Ihnen, vielleicht ein neues Thema ist, Online-Beratung gibt es seit fast 30 Jahren im deutschsprachigen Raum. Also insofern kein neues Thema für die soziale Arbeit. Und toll, Euroguidance, das Thema auf die Agenda zu setzen und daran zu arbeiten. Und auch Gratulation zu 25 Jahren Euroguidance in Österreich. Ja, das ist sagen auch eine lange Zeit. Ja, Dankeschön. Gut, damit springen wir gleich mit hinein und die Grüße gehen dann an die Screens hier aus einem vernebelten Wien. Heißt, es ist kein schöner Tag in Wien, wo immer, sagen Sie, zu Hause an dem Bildschirm, wie das früher hieß, uns zuschauen. Liebe Grüße hier von dem Plenum und von mir und damit starten wir ein. Das Thema ist eben Beziehung im digitalen Raum und Beziehungen im digitalen Raum sind voraussetzungsreich, weil wir mit verschiedenen Aspekten zu tun haben, die wir reflektieren müssen, wie zum Beispiel Nähe und Distanz. Wir sind uns hier näher im Raum, als wenn ich in die Kamera schaue und mir versuche vorzustellen, wer auf der anderen Seite auf Zoom hier mit mir in Beziehung treten möchte. Ja, sagen Nähe und Distanz. Und gleichzeitig ist Nähe auch in distanzierten Settings gut möglich. Dazu kommen wir gleich noch. Wir haben mit dem Phänomen der Kanalreduktion zu tun. Wir sehen uns hier. Sie sehen Mimik, Gestik, Körperhaltung. In digitalen Settings haben wir oftmals nur einen Text und haben deswegen weniger Hinweisreize von den Ratsuchenden, mit denen wir arbeiten. Das bedeutet was methodisch? Es kann zu Projektionen kommen, wenn ich nur einen Text habe von Ratsuchenden, aber eben keine physische Erscheinung, keine Mimik, keine Gestik, dann stelle ich mir unter Umständen meinen Berater, meine Beraterin vor. Das kann hilfreich sein, ja, das ist ein Phänomen, das in digitalen Kontexten vorkommt. Und dann gibt es etwas, das wir verbindliche Unverbindlichkeit nennen. Und da wollte ich jetzt schauen, wie das in Gebärdensprache übersetzt werden kann. Verbindliche Unverbindlichkeit. Dankeschön. Das heißt, in diesen digitalen Kontexten ist es auch so, dass die Ratsuchenden, und wir übrigens auch, manche Dinge als weniger verbindlich empfinden. Da kann es sein, dass man einen Chat-Termin ausgemacht hat und die Ratsuchenden erscheinen nicht zum Termin. Ja, das gibt es face-to-face auch, aber in digitalen Kontexten ist diese Verbindlichkeit weniger stark ausgeprägt als in den Face-to-Face-Settings, in denen wir arbeiten. Und letztlich als Grundvoraussetzung, wie uns das gelingen kann, in digitalen Kontexten Beziehungen aufzubauen, wir müssen wissen, wie diese Medien funktionieren und wie sie auch verschieden funktionieren. Wir haben da zu Beginn vorhin schon gehört, dass es durch die Corona-Pandemie diesen Innovationsschub gab von Entwicklungen auch im Bereich der Online-Beratung, im digitalen Setting. Und Video ist auf der Agenda seit der Pandemie, seit knapp 3 Jahren. Online-Beratung findet aber im deutschsprachigen Raum zum Beispiel immer noch zu 80% textbasiert statt und nicht über Video. Ja, das sind so Dinge, die man wissen muss. Und wir schauen mal hinein, welche verschiedenen medialen Formen und Formate es da gibt. Da gibt es nämlich, das ist ganz spannend, aber ein bisschen erschreckend, ziemlich viele. Ja, das heißt, wir können anschauen, welche Kommunikationsmedien es gibt. Ja, die Klassiker, Mail, Chat, Messenger seit ein paar Jahren auf der Beratungsagenda, Foren, Videochat, Audionachrichten und alle anderen Medien wie Podcasts, Erklärfilme, Apps, soziale Netzwerke, Virtual Reality, Games. Also viele digitale Räume, in denen auch Bildungs- und Berufsberatung stattfinden kann. In diesen digitalen Räumen, in verschiedenen Modi und Settings. Das kann schriftbasiert sein, also textbasiert, videobasiert, audiobasiert, automatisiert, was wir vielleicht nicht wirklich wollen, ja, wenn es um Beratung geht, dass wir schauen, dass wir
eine Rolle in dem Prozess weiterhin behalten. App-gestützt, Face-to-Face, entweder klassisch oder eben auch im Umfeld von Virtual Reality. Blended-Konzepte, also gemischt, Face-to-Face mit digitalen Formaten zu mischen, im Bereich Counseling, Therapy oder eben auch Supervision. Und schließlich das Beispiel der geleiteten und ungeleiteten Selbsthilfe. Das ist also hier ein breites Feld von digitalen Medien und wir uns gut überlegen müssen, wo gehen wir für welchen Zweck hinein und wie funktioniert das? Denn letztlich braucht alles, was wir digital machen, natürlich ein Konzept. Die Zeit des Learning by Doings ist vorbei, seit 20 Jahren. Ja, das ist dann kein Fehler, es zu probieren trotzdem auch. Aber wer heute startet im Bereich digitale Beratung, Online-Beratung, kann auf zahlreiche Erfahrungen zurückblicken, auf Studien, auf Konzepte, auf Qualitätskriterien, auf Standards. Da muss man nicht neu erfinden. Was wir beantworten müssen, ist die klassischen Konzeptfragen. Für welche Klientinnen, mit welchen Problemlagen, zu welchem Zeitpunkt, welcher Kommunikationskanal, welches Setting. Denn die Settingwahl, die wir anbieten, ist bereits eine Intervention. Wir hatten ganz kurz vorhin an unserem Tisch in dem Pausengespräch schon das Thema, dass Online-Beratung eben auch zum Beispiel eine ökonomische Voraussetzung hat. Wir arbeiten mit Ratsuchenden, die sind technisch nicht so gut ausgestattet wie wir zum Beispiel. Für die kann es sein, ist ein Videocall, den wir vielleicht beruflich öfter machen müssen, als uns lieb ist. Ja. Für die kann es technisch eine Hürde sein, wenn sie kein Gerät zu Hause haben, keinen Datentarif zu Hause haben. Also darauf zu achten, dass diese neuen Formen der digitalen Kommunikation auch mit allem, was noch kommt, nicht zur Exklusion führt. Das wollen wir nicht. Wir sehen in der Praxis, dass die Einführung von digitalen Kanälen für die Beratung gleichberechtigt hinzutritt zu bestehenden Kanälen. Und meine Überzeugung ist, und da spreche ich für den Gerhard Hindenberger auch, dass es weiterhin Klienten, Klientinnen brauchen wird, die Face-to-Face nutzen. Es wird Klienten, Klientinnen geben, die Telefon bevorzugen und dann vielleicht neu für uns Klienten, Klientinnen, die das lieber gerne online machen möchten. Und auch ein Thema an unserem Tisch war, dass manche Beratungen eben, dass manche Klientinnen gar nicht mehr kommen wollen in die Face-to-Face-Beratung, weil sie sagen, na, das geht ja auch online. Ja, also das mal gut abzuwägen, für wen ist es geeignet, für welchen Anlass, in welchen Medien dieses Digitalen. Beziehung, unser Thema dieses Vortrags. Beziehung ist natürlich als allgemeiner Wirkfaktor belegt, offline wie online. Klientinnen beurteilen das Beratungsgeschehen anhand ihrer Alltagserfahrung. Das ist interessant, weil viele unserer Klienten, Klientinnen natürlich digital kommunizieren. Den ganzen Tag, manchmal die halbe Nacht und auch am Wochenende. Das kann zur Erwartung führen, dass Klientinnen auch wollen, dass wir in der Beratung auch digital verfügbar sind. Ja, und dann beurteilen die daran, wenn es funktioniert, ein Erfolgsfaktor für eine gelingende Beratung. Die Arbeiten von Christine Knebelsrüth und von Herrn Berger aus der Schweiz haben gezeigt, dass sagen, im schriftbasierten Setting Akzeptanz und Zufriedenheit gelingen kann, wahrgenommen wird. Und als Teil des Fazits nachher können wir schon mal merken, der digitale Kontakt ist ein persönlicher Kontakt. Der fühlt sich anders an als Face-to-Face, aber der digitale Kontakt ist ein persönlicher Kontakt. Klar, entscheidende Aspekte, das ist ja offline genauso, Vertrauen, Einfühlungsvermögen, Sympathie, Respekt, empathisches Zuhören, Offenheit, das wissen wir, das ist sagen belegt. Und wir sehen in der Praxis auch, dass diese Aspekte in digitalen Formaten gut umsetzbar sind. Das bedeutet nicht, dass es immer gelingt, logisch, aber Face-to-Face-Beratung, Telefonberatung gelingt auch nicht immer. Ja, das wünschen wir uns, daran arbeiten wir. Aber es kann eben in diesem digitalen Setting gut gelingen, dass es zu einer guten Wirkung der Beratung kommt. Das heißt hier ein erstes Zwischenfazit. Nicht der Kommunikationskanal ist entscheidend, sondern unsere Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten, wie ich ein Beratungssetting in verschiedenen Kanälen gestalten kann. Und ob das dann Chat ist, Mail oder ein Videoformat, wenn es zum Klienten passt, wenn es zum Anliegen passt und ich weiß, wie das methodisch geht und die Technik funktioniert, ja, dann steht sozusagen einer gelingenden Beratungsbeziehung wenig im Weg. Ein Hinweis für die Menschen, die dolmetschen, hier und auch online, die nächsten beiden Folien sind zum Lesen. Das heißt, die Dolmetscherin wird vergeblich auf eine Stimme warten, dann bitte das Gelesene übersetzen.
Und ich hoffe, die Kollegin, die online ins Englische übersetzt, ist jetzt schon durch mit der Folie. Ja, das weiß ich jetzt von hier aus nicht. Das Spannende ist, beim Lesen passiert etwas bei Ihnen in den Köpfen. Ja, das Lesen passiert bei Ihnen, vielleicht eine Stimme im Kopf, vielleicht meine, vielleicht die von Gerhard Hindenberger, wen kennt. Aber es ist ein anderes Wahrnehmen in dieser Form der Kommunikation und es ist eine Möglichkeit zu zeigen, dass eben diese Form der Textlichkeit mit uns was macht. Meine Stimme fehlt, Sie, ihr müsst lesen und euch diesen Text aneignen. Die nächste Folie ist ebenfalls wieder zum Übersetzen für die Dolmetscherin. Praxisbeispiel. Der Anfang, gelesen einer Beratungs-Chat-Sequenz, wie das sagen, in der Praxis vorkommen kann. Und wenn ich sage, dass wir als Beraterinnen und Berater ein methodisches Wissen dafür brauchen, wie das gelingen kann, Beziehungen aufzubauen, dann können wir uns das nochmal kommentiert anschauen. Wir sehen zum Beispiel in Chat ganz oft Kleinschreibung als Ökonomisierungsstrategie. Nicht mehr so wichtig, auf Grammatik zu achten, auf großen Kleinschreibung, dann geht das schneller. Und Chat wird oft sagen, als schnelleres Medium wahrgenommen. Interaktionsorientierung, wichtig. Ich interagiere mit der Person, weil ich sehe sie ja nicht. Und werde sie zum Beispiel im Chat direkt ansprechen. Okay, Sonja, was ist denn deine Frage? Sind sie ja auch, als Beispiel für eine fingierte Mündlichkeit. Schriftsprachliche Kontexte in der Beratung, wie im Bereich der Chatberatung, bilden oftmals eine fingierte Mündlichkeit ab. Ein Chat ist keine E-Mail. Ja, so wie ein Chat auch kein Videogespräch ist. Ein Chat ist eher umgangssprachlich und viel näher an der gesprochenen Sprache als die geschriebene Sprache in einer Mail. Emojis kann ich einsetzen, kann ich im Vortrag schlecht machen, die müssen sich tanzen auf der Bühne, das möchte ich aber nicht. Ja. Aber ich kann sagen, in einem Chat Emojis einsetzen und kann andere sprachliche Äußerungen abbilden, die ich verbal, mündlich hier so nicht machen kann. Ich habe einen reduzierten Satzbau, ich verwende Abkürzungen, auch das als Teil der Ökonomisierungsstrategie. Das Grins in zwei Sternchen, in Asterisken gesetzt, Besonderheiten der Chatsprache, Handlungskommentierungen zur Beschreibung von inneren Befindlichkeiten und von fiktiven Handlungen. Und schließlich die Aufteilung aus Sicht der Beraterin mit den drei Punkten. Turntaking, Chunks nennt man das. Wir teilen das Geschriebene auf, um in Ruhe unseren Gedanken ausführen zu können, ohne im Chat unter Stress oder unter Druck kommen zu können. Das sind als kleiner Hinweis, prosodische Elemente noch, mit dem so genau, was sagen methodisch hinter einer Anfangssequenz stecken kann, dass das bewusste Dinge sind, die den Beraterinnen und Beratern bewusst sind, die Teil der Chatsprache sind und die ich im Bereich der Beratung dann auch gut einsetzen kann. Ich muss dann nur wissen, wie ein Chat schriftsprachlich funktioniert. Du musst da eben wissen, wo die Unterschiede sind zu einer Mailberatung, zur Chatberatung, zur Videoberatung. Denn das andere Format, das stark zugenommen hat, ohne Frage, im Rahmen der Pandemie, durch die Lockdowns, als wir teilweise über Nacht feststellen mussten, wenn Face-to-Face nicht mehr geht, wie bleiben wir denn in Kontakt mit den Ratsuchenden? Ja, hier in Österreich, der 13. März 2020, da mussten sich sozusagen über Nacht
Träger der sozialen Arbeit, der Beratungslandschaft über Nacht digitalisieren. Das war vermutlich nicht leicht und nicht alle fühlen sich in Zoom wohl, Klientinnen übrigens auch nicht. Ja, nicht nur die Beraterinnen und Berater. Das heißt, die Besonderheiten, anders als bei der schriftsprachlichen Kommunikation über Mail und Chat, ist bei der videobasierten Kommunikation in der Beratung als Teil von Online-Beratung ein synchroner Informationsaustausch mittels Bild- und Tonübertragung möglich. Es hat Ähnlichkeiten zur Präsenzberatung, ist aber keine. Manchmal hört man von Beraterinnen und Beratern, dass man Zoom oder andere Formate so gerne einsetzen möchte, weil es ein bisschen aussieht wie Präsenzberatung. Aber ein großer Unterschied ist, wir können den Ratsuchenden zum Beispiel nicht in die Augen schauen, was wir jetzt gerade können. Das ist dann auf Zoom nicht gut machbar. Ja, es sieht ein bisschen aus wie Präsenzberatung, ist aber keine. Ich kann innerhalb von Video-Tools, mit denen ich arbeite, den Kanal wechseln. Ich kann auf dem Videoformat bleiben. Ich kann nebenbei chatten, wie es ja gerade auch auf Zoom passiert. Ich kann Dinge einblenden als Material über Screensharing. Also ich kann verschiedene Kommunikationskanäle in einem Videotool kombinieren und kann je nach Anliegen und Klientin dort relativ beliebig gut jederzeit wechseln. Trotzdem, auch bei einem Bildausschnitt habe ich eine Kanalreduktion. Sie kennen vielleicht sagen, den Scherz aus den ersten Lockdown-Phasen, als Zoom für uns alle noch neu war. Man war sagen, im Team-Meeting nach 10 Minuten. Da wurde man gebeten, mal aufzustehen, um herauszufinden, wer sich eigentlich richtig angezogen hatte für den Arbeitstag oder wer noch in der Jogginghose vor dem Video saß. Also hier der Ausschnitt ist ganz klar. Wir präsentieren uns hier oben, was sonst passiert, in welchem Raum wir sitzen. Seine Setting-Frage muss nicht sichtbar sein. Nicht in die Augen schauen, hatte ich gesagt. Das heißt, das sind die Besonderheiten einer Videokommunikation. Es ist ungewohnt, auf einer anderen Art nämlich auch noch. Wenn ich über Video berate, je nach Programm, mit dem ich arbeite, dann sehe ich mich vielleicht selbst. Sehr ungewohnt. Ja, auch bei Zoom-Meetings in der Fortbildung. Ich schaue mich selbst die ganze Zeit an. Jetzt leben wir ohnehin in einem narzisstisch geprägten Zeitalter. Wollen wir das? Ja? Das heißt, da kann die Überlegung sein, dass wir auch unser Video ausschalten, um nicht diese Verstörung zu haben, dass wir immer uns anschauen, sondern vielleicht uns mal rausnehmen, auch wenn es schwerfällt manchmal, aber sagen den Klienten, die Klientin in den Mittelpunkt setzt. Aber es ist ungewohnt, das ist sagen face-to-face, findet das nicht statt. Und dadurch kommt es auch zu einer Triangulierung einer Zweiersituation. Wir haben sagen über ein Tool, über ein Medium eine weitere Instanz, die Teil unseres Beratungsprozesses ist. Für viele Ratsuchende ist Videoberatung nicht das Mittel der Wahl. Warum? Weil wir als Beraterinnen und Berater zum ersten Mal in der Geschichte der Beratung, von Hausbesuchen abgesehen, Einblick bekommen in Privatsphäre von Ratsuchenden. Das wollen nicht alle und es können auch nicht alle zu Hause per Video einen Safe Space herstellen, dass jemand nicht mithört, dass man sagen, die Wohnung zeigen kann, alleine zu Hause ist, um vertrauensvoll in die Beratung einsteigen zu können. Ja, also das ist sagen, ein Vorbehalt aus Sicht der Ratsuchenden, nicht alle wollen das. Und wir sehen es im Bereich der traumatisierten Klientinnen, die Nähdistanzregulierung ist erschwert. Die Praxis zeigt, dass es zum Beispiel in der Arbeit mit traumatisierten Klienten, Klientinnen hilfreich sein kann, dass die nicht mit einem Headset arbeiten, sondern mit einem Mikrofon, das offen ist, am Laptop oder im Raum, weil, das kennen Sie, wenn Sie ein Headset haben, die Teilnehmerinnen sitzen mir auf den Ohren und damit ganz dicht an mir dran. Also hier kann es hilfreich sein, hier den Versuch zu machen, ein bisschen Distanz reinzubringen und nicht so kommunikativ, so ganz dicht dran zu sein. Das heißt auch hier, wir sehen, ähnlich wie bei den schriftsprachlichen Kommunikationen per Mail und Chat, es gibt Besonderheiten der Videokommunikation, die sollten wir kennen. Und wer schon mal ein Videotelefonat gemacht hat, eine Videoberatung gemacht hat, weiß, dass die Technik nun mal die Voraussetzung ist. Ein hängender Ton, ein ruckelndes Bild und schon ist die Beziehungsqualität eingeschränkt und es fällt mir schwerer, in Kontakt zu bleiben, wenn das Videotool zweimal die Stunde abstürzt. Dann habe ich auch eine Intervention gesetzt, aber keine, die ich wollte. Es gehört auch dazu, Bereich Beziehungsaufbau in digitalen Formaten, den Rahmen der Kommunikation unseren Klienten, Ratsuchenden mitzuteilen. Auf der Homepage im Vorfeld. Wir hatten auch das kurz im Gespräch, in dem Pausengespräch am Tisch schon benannt. Wir müssen klar kommunizieren, zum Beispiel, was bieten wir in der Online-Beratung an, was nicht. Wie gewährleisten wir Barrierefreiheit? Auch das ist ein wichtiges Thema für die Bildungs- und Berufsberatung. Niederschwelligkeit. In welchem Kanal wollen wir beraten? Wollen wir als Personen sichtbar sein?
als Beratungsteam, als Einzelperson, mit Foto, mit Lebenslauf, geben wir uns erkenntlich. Und was bedeutet das? Es gibt Fälle, wo dann Menschen, die in der Beratung waren, die Beraterin, den Berater gegoogelt haben und auf einem anderen Kanal versucht haben, in Kontakt zu kommen, wenn man keine Antwort bekommen hat zum Beispiel. Also wie tun wir damit, wenn wir digital auffindbar sind und auf der Homepage ausweisen, dass wir die Beratung machen? Frequenz der Antworten, wie schnell, wie oft antworten wir im Bereich der Online-Beratung? Im Mail-Kontakt antworten wir 5-mal, 10-mal, über 4 Wochen. Bei einem Chattermin sind mehrere Chattermine geplant. Wie gehen wir damit um und wie setzen wir unsere Ressourcen ein, um das abwickeln zu können? Wie gehen wir damit um, wenn Kollegen, Kolleginnen krank sind, auf Urlaub sind, nicht da sind? Vertretungsregelung der Online-Beratung. Wichtig, um transparent zu sein. Die Ratsuchenden wundern sich sonst, warum ihnen auf der einen Mail der Herr Kühne schreibt und auf die zweite der Hindenberger. Idealerweise habe ich ihnen dann gesagt, dass ich auf Urlaub bin und wenn es genehm ist, der Kollege übernimmt. Umgang bei Krisen, wir kommen gleich noch drauf zu sprechen, eben auch zu wissen, Online-Beratung ist in vielen Formaten nicht sehr gut für Krisenberatung geeignet. Online-Beratung ist oft zeitversetzt, also asynchron. Nicht alle Formate sind synchron. Und da kann es hilfreich sein, auf der Homepage auszuweisen, wohin sich Ratsuchende wenden können in akuten Krisen. Das alles dient der Erwartungssteuerung. Das heißt, transparent sein und die Ratsuchende wissen lassen, was das Angebot beinhaltet, welchen Kommunikationskanal, in welcher Frequenz und was der Auftrag der Beratung ist, um daraus Bezug nehmen zu können, was auch die Grenze der Beratung ist und was inhaltlich nicht mehr in der Online-Beratung abgedeckt werden soll, je nach Angebot. Jetzt gibt es, und das war sagen im Vorgespräch mit Eva Barloch auch Thema für uns, die Beobachtung nicht erst 2015-16, dass Menschen auch nach Österreich, nach Europa kommen im Rahmen von Migrationsbewegungen. Und wir sehen es dieses Jahr ganz massiv durch den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands auf der Ukraine, dass Menschen zu uns kommen, die traumatisiert sind. Und Menschen, die traumatisiert sind, kommen auch in die Beratung. Und eine Traumatisierung kann man nun mal nicht gut ablegen auf Knopfdruck. Das heißt, es kann sein, dass Themen mit in die Beratung kommen. Entschuldigung, das bin ich gerade verfahren in meiner Präsentation. Dass Menschen in die Beratung kommen, die von Krise und Traumatisierung belastet sind. Und die Frage ist, wie gehen wir mit diesen Ratsuchenden um im Bereich der Bildungs- und Berufsberatung? Dazu kann man sagen, es braucht in der Abgrenzung des Rahmens ein Angebot für die Ratsuchenden, was bieten wir an? Und auch eine klare Selbstbeschäftigung damit, was bieten wir nicht an? Und im Rahmen der Bildungs- und Berufsberatung eine wichtige Abgrenzung, wie sehr kann, darf und soll Trauma Thema sein? Ist es notwendig? Überfordert es uns? Oder wo müssen wir auch, sagen wertschätzend, eine Abgrenzung finden, weil das nicht der Auftrag für Bildungs- und Berufsberatung ist, traumatisierten Klientinnen beim Trauma zu helfen, beizustehen. Der Auftrag ist Bildungs- und Berufsberatung. Jetzt kommen sie aber. Und wenn wir uns anschauen, was sagen die wichtigen Faktoren sind bei Menschen mit Traumafolgesymptomen, dann ist es ganz klar, die brauchen Bindungs-, Beziehungs- und Einbettungsverhältnisse. Ja, und ich sehe, das können jetzt die Menschen zu Hause nicht sehen. Hier gehen sagen, die Smartphones wurden gerade erhoben, um die Folie abzufotografieren. Sie bekommen sie auch. Ja, also hier können Sie gerne ein Foto machen. Die wird Teil der Tagungsdokumentation sein. Das heißt, in der Arbeit mit traumatisierten Menschen geht es darum, möglichst viele positive Alternativerfahrungen anzubieten. Schützende Inselerfahrungen nennt man das, damit diese Menschen wieder Fuß fassen können im Vertrauen. Bildungs- und Berufsberatung kann davon ein Teil sein, aber diesen Teil, glaube ich, gilt es zu definieren in der eigenen Rolle. Denn, vorletzter Punkt, es gibt 2 Gefahrenmomente, wenn diese Menschen auch in die Beratung kommen. Das eine ist, dass wir zu stark in die krisenhafte Thematik einsteigen, was nicht unsere Aufgabe ist, und dass wir es ignorieren, was auch nicht geht. Weil diese Menschen bringen diese Traumaerfahrung ja mit in die Beratung und es kann sein, dass Menschen das auch thematisieren. Es kommt hier noch, wie der Hinweis für die Übersetzerin, die auf Zoom übersetzt, die nächste Folie, die ich Sie bitte zu lesen, 2 Beispiele, wie das textbasiert im Bereich der Beratung thematisiert werden kann.
zwei Textbeispiele, wie man es thematisieren kann, ohne sehr zu tief einzusteigen in die Beratung und ohne es zu ignorieren, nur als Eindruck, wie das textlich in der Beratung aussehen kann. Und ich hoffe, die Kollegin übersetzt, ist soweit, das ins Englische auch zu übersetzen. Damit mit Blick auf die Uhr und die Möglichkeit zu geben für Fragen hier im Raum und auch in der hybriden Variante online, ein Fazit. Und der Vorteil ist, wenn man eine Folie hat gegen Ende des Vortrags, wo ein Wort draufsteht, dass man sagen, zeitlich beliebig ergänzen kann oder sich kurz fassen kann. Ich bin immer gut in der Zeit, versuche sagen, trotzdem ein punktgenaues Fazit zu machen. Der Gestalt. Online-Beratung ist voraussetzungsreich. Wir brauchen ohne Frage die Technik dafür. Wir brauchen Ressourcen dafür. Und es gibt ein paar Mythen der Online-Beratung. Und ein Mythos ist, dass Online-Beratung Zeit und Geld spart. Beides ist nicht der Fall. Und das wissen die Kollegen und Kolleginnen, die schon Online-Beratung machen. Man braucht unter Umständen für eine Mail mehr Zeit. Man braucht für einen Videochat die Technik dafür und. Also es ist voraussetzungsreich. Wir als Beraterinnen und Berater müssen uns überlegen, ist das Anliegen, das an uns herangetragen wird, online bearbeitbar? Passt das zum Kanal? Und müssen diesen Kanal dann in Form einer Prozessgestaltung gut steuern. Es kann auch sein, dass wir weiterverweisen. Eine Verweisberatung machen, auch das kommt ja in der Beratung vor. Wir wissen, wer es weiß und können einen anderen Kanal vorschlagen. Online-Beratung, das ist unsere Überzeugung, ist eine reale Beratung im virtuellen Raum. Die Beratung ist real. Das eine. Und das zweite, der digitale Kontakt ist ein persönlicher Kontakt. Der fühlt sich völlig anders an, wenn ich eine Mail habe, einen Chattermin habe oder ein Videogespräch führe. Fakt ist aber auch, dahinter steht eine Person, ein Mensch, ein Klient, eine Klientin. Deswegen die Überzeugung, die ich mitbringe und auch hier ins Plenum mit hineingebe, der digitale Kontakt ist ein persönlicher Kontakt. Vielen herzlichen Dank, Stefan Kühne, für diesen hochinteressanten Vortrag und die Antworten. Danke sehr.